Welcome, friends, to the new Quark Let's Play. Wir spielen Ghost Pirates of Wujo Island. Hallo, freue ich mich, euch zu sehen. Ja, Mensch, Leute, hab ich ja schon angekündigt, es gibt ein neues Adventure. Diesmal eines, das, wo ich überhaupt nicht kenne, das ist also völlig blind, ja, weil das fand ich irgendwie von der Story her so cool, habe es mir dann auch gleich zugelegt und ja, jetzt spiele ich das einfach mal mit euch zusammen, um mal zu sehen, was da so alles passiert. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie laut und wie leise das alles ist, aber das kann man ja nachher auch noch so ein bisschen einstellen. Wir schauen mal, wie das läuft und gucken uns jetzt einfach mal so ein bisschen das Intro an. Untertitel, ach, die machen wir mal aus, die brauchen wir nicht, ne? Ihr wollt ja auch mit Ton gucken, ne? Neues Spiel, alles klar, viel Spaß beim Intro. Schon wieder ein Albtraum, mein armer Liebling? Du machst dir viel zu viele Gedanken, finde ich. Mama Malidai und ihr dunkler Gott sind für immer und ewig unter dem Vulkan gefangen. Flint und du, ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Sie werden nie entkommen. Mag sein, dass du recht hast, aber ich fürchte, dass das keine normalen Träume sind. Vielleicht sollen sie eine Warnung sein. Eine Warnung der Geister, ein schwarzer Priester. Will sie vor uns verbergen. Um jeden Preis. So ein Quatsch. Kein Mann, Priester hin oder her, ist mächtiger als du, Papa Doc. Du machst dir einfach schon wieder viel zu viele Gedanken. Ja, du hast wie immer recht, Simbi. Trotzdem ist der Vulkan viel zu unruhig für meinen Geschmack. Ich bin sicher, dass uns ziemlich viel Ärger auf Wujo Island bevorsteht. Und das sehr bald. Unfassbar, es müsste doch direkt unter ihm sinken. Ja, ich hab Mitleid mit dem armen Beiboot. Ach, Bluebelly, isst nicht wieder alle Bananen, bevor du wieder zurückruderst. Wir hätten auch gern welche, wenn es dir nichts ausmacht. Genau, und die Insel musst du auch stehen lassen. Wir brauchen noch einen Platz zum Anlegen. Ja, ja, sehr lustig, Leute. Immer auf den dicken Koch. Was steht ihr hier rum, Nichtsnutze? Auf eure Posten, verstanden? Ei, ei, Sir. Ei, ei. Ei, ei, Betty. Alle Wachen sind in Position, Captain Greenbeard. Das Schiff von Flint wird uns nicht unbeobachtet passieren können. Seid ihr sicher, dass es heute Nacht sein wird? Ja, ja. Ich habe dafür gesorgt, dass er den Brief gestern bekommen hat. Ja, aber Flints Crew. Werden sie denn auch vollzählig zur Stelle sein? Wir haben ihre Vorräte mit Voodoo-Pulver versetzt. Mindestens die Hälfte sollte zu krank für die Fahrt sein. Du machst dir zu viele Gedanken, Betty. Die Falle ist einfach perfekt. Das Blondchen wird nicht mehr lange an der Macht sein.
Die hätten auch Sam nehmen können. Der Typ badet nie. Oder Holzbein Pauli hat sein Bein bei einer Wette verloren, der Idiot. Immer daran denken, dass ich das alles nur für Rosies Zahnspange tue. Alles nur für Rosies Zahnspange. Wo sind die Körbe? Verdammter Mist, ich hab schon wieder die Körbe vergessen. Oh. Seid ihr sicher, dass ihr mit einer Voodoo-Hexe gemeinsame Sache machen wollt? Ah, du solltest deine Meinung lieber nicht mehr ändern, Betty. Oder Simbi wird dich opfern und nicht Flint. Nach morgen Nacht werde ich der neue König der Piraten sein, nicht Flint. Vergiss das nicht. Nein, Captain. Ich würde sie nie in Frage stellen. Ich bin ihnen ergeben. Treu ergeben. Ach, Captain James Darling. Danke für die Infos, Greeny. Ich kann es kaum erwarten, alles Captain Flint zu erzählen. Ruder zur Küste. Wer bist du? Was zur Hölle soll das? James Darling, Captain Flints Meisterspionin, stets zu Diensten. Und jetzt Ruder! Ich bin doch nur der Koch. Die wollen mich töten und dich gleich mit, weil du mir hilfst. Sir, Queen Simbi sagte, ihr seid verletzt und braucht Hilfe. Nein, mein Freund, alles okay. Und hör auf mit diesem Sir-Unsinn, Mister. Ich komme wegen deiner Nachricht. Die hat mich regelrecht schockiert. Hat Ishell tatsächlich ihre Macht verloren? Ich bin mir nicht sicher, aber die Insel ist sehr unruhig. Ich hab euch keine Nachricht geschickt. Wenn du es nicht warst, wer dann? Wer dann? Queen Simbi war es, Flint. Es ist eine Falle. Jane! Was zur Hölle machst du denn hier? Nachdem Kate uns verlassen hat, hatte ich eine böse Vorahnung über Greenbeard. Und ich hatte recht. Ich habe mich auf seinem Schiff versteckt und gehört, dass er und eine Voodoo-Hexe dich opfern wollen. Mehr konnte ich nicht verstehen. Das ist unmöglich, Jane. Der alte Greeny war mir stets treu ergeben. Hast du Beweise dafür? Was war das? Ich fürchte, das war der Beweis. Für diesen Verrat wird Greenbeard zusammen mit dem alten Roger in der Hölle schmoren. Nein, Captain Flint, es werdet ihr sein, der mit Roger in der Hölle schmort, wenn ich mit euch fertig bin. Außerdem... brauche ich Greenbeard noch? Wer sonst sollte meine Piratenflotte befehligen, wenn ihr doch bald fort seid? Fasst sie! Was zum Teufel? Was? Was ist mit uns passiert? Ich leuchte und ich bin durchsichtig. Was zum Teufel? Ja, sehr komisch. Na, immerhin leuchte ich nicht rosa. Verflucht sei Queen Simbi. Ich hätte es wissen müssen. Ja, wir sind Seelen ohne Körper, oder wie ihr es nennen würdet, Geister. Aber dann sind wir... Tot? Nein, nicht ganz. Noch nicht zumindest. Noch nicht? Egal. Wir müssen jetzt Captain Flint befreien. Warte, Vibe. Ich habe einen Plan. Hör ihn dir erst an, bevor du wegläufst. Du suchst uns ein Schiff oder irgendetwas, womit wir von Voodoo Island fliehen können. Du, wie ist dein Name? Mein echter Name ist irgendwie bescheuert. Nenn mich einfach Bluebelly. Wirklich? Warum? Können wir seinen Namen später besprechen? Ei, Bluebelly, du gehst unsere Körper suchen und bringst sie zum großen Tempel. Wartet, da kommt jemand. Queen Simbi wurde um Mitternacht geboren. Sie kann also Geister sehen. Verhaltet euch ruhig und passt auf, dass sie euch nicht sieht. Das ist der Ort, an den du gehen musst, mein dicker Freund. Hey! Verhalte dich ruhig, dann kann sie dich weder hören noch sehen. Es wäre ziemlich dumm, wenn wir drei allein versuchen würden, Captain Flint zu retten. Wir müssen Hilfe von außerhalb holen. So viel Zeit sollte uns bleiben. Ihr müsst wissen, dass die Magie, mit der ich uns gerettet habe, uns miteinander verbunden hat. Solange wir Geister sind, können wir hören, was die anderen sagen, durch die Augen der anderen sehen. Und uns manchmal sogar gegenseitig steuern. Denkt daran. Und was wirst du tun? Ich muss einen Weg finden, wie ich in meinen eigenen Tempel einbrechen kann. Simbi und ich haben den Tempel gut geschützt, um böse Loas und Geister abzuhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal einer von ihnen sein würde. Lasst uns loslegen.
Dies ist die erste Hürde, eine dichte Reihe aus schützenden Steinen. Ich kann ihre magische Kraft nicht überwinden. Das Salz hingegen. Au! Ich kann nicht in seine Nähe kommen oder es gar berühren. Ich muss einen anderen Weg finden, es zu entfernen, bevor ich eintreten kann. Okay, lasst uns loslegen, hat er gesagt. Da sind wir schon. Wir sind also ein Geister-Hexendoktor irgendwas. Und der hat nur einen kleinen, dicken Geister-Piratenkoch dabei und eine Matrosin mit schlagkräftigen Argumenten. Eine Salzbarriere. Die Welt wird zugrunde gehen wegen einer Linie aus Salz. Ja, super. Was machen wir denn jetzt hier? Das habe ich jetzt schon herausgefunden. Ich muss also mit der linken Maustaste drücken. Dann erscheint hier mein Totenkopf und da kann ich dann entweder berühren oder untersuchen oder auflecken. Was? Auflecken? Nein, dabei würde meine Seele drauf gehen. Das ist dann blöd. Die Welt wird zugrunde gehen wegen einer Linie aus Salz. Das ist übrigens das nächste, was ich herausgefunden habe. Ich kann leider die Dialoge nicht abkürzen. Salz wehrt alle Geister ab. Das ist schlecht. Da kann ich nicht hingehen, ne? So, dann, was haben wir mit der rechten Maustaste? Da öffnen wir unser Inventar. Und hier sehen wir schon einen neuen Spaß. Wir können nämlich jetzt zwischen den drei Charakteren des Spiels hin und her wechseln. Das ist eine Komponente, die mir auch beim Antesten sehr, sehr gut gefallen hat. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das im Verlauf des Spiels noch so entwickeln wird, ne? Aber jetzt schauen wir uns erstmal um als, wie heißt er? Papa Dog heißt er. Mal gucken, was da so passiert. Die Ladesequenzen sind schwarz. Okay, das ist nicht so gut. Oh, ein Hühnerstall. Cool. Können wir da was machen? Huhn an untersuchen. Die Hühner spenden freiwillig alle 8 Wochen Blut. Es sei denn, meine Ex führt die Aufsicht. Sie tendiert dazu, ihre Hälse ein bisschen zu weit zu drehen. Ich hätte mir denken können, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Ein Sack mit Hühnerfutter. Ein Sack unseres besten Hühnerfutters. Wenn ich sterben sollte, werden sie verhungern. Oje, armen Hühner. Also ich habe gesehen, ich kann jetzt als Geist natürlich hier schön durch die Wände marschieren. Das ist toll. Kann ich das mitnehmen? Verstehe. Ah, was haben wir jetzt im Inventar? Ein Sack mit Hühnerfutter. Okay, aus dem Inventar raus komme ich so. Und so komme ich in eine andere Gegend. Das ist ja geil. Der Pfad zum Tempel. Untersuchen. Dieser Pfad verläuft zwischen den Bäumen und endet am Eingang der Akademie. Okay. Was können wir noch? Schnell laufen kann er leider nicht. Kannst du hier nicht rüber? Ein Regenwasserablauf, der dafür sorgt, dass die Hühner nicht ertrinken. Ah. Bei Regen kühlt das Wasser die Lava ab, sodass eine kleine Landverbindung entsteht. Eine interessante Sache. Das werden wir mit Sicherheit noch brauchen. Dafür gibt es keinen guten Grund. Okay, was stand da reparieren, ne? Und was kann ich noch damit? Mit Regenwasserablauf sprechen. In dieser Konversation würde ich kaum zu Worte kommen. Okay, können wir die Hühner berühren? Achso, das ist der Zaun. Na, das repariere ich morgen. Ja, okay. Haben wir gerade andere Probleme, ne? Hühner berühren. Nein, sie würden zu laut kreischen. Simbi könnte es hören. Sie hat ihre Spione überall. Cool. Okay, das ist schon mal ganz witzig. Alles klar. Schauen wir uns weiter um. Das Spiel könnte Spaß machen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, macht's gut. Bis zur Folge 2. Tschüssi.